Für die 17-jährige Eleni geht es von der Notaufnahme direkt auf die Kinderstation. Mein Name ist Dr. Becker. Hallo Eleni. Sie sind? Die Mutter. Und ich bin Theo, Klassenkamerad. Klassenkamerad. Eleni, erzähl mir doch bitte selber noch mal, was passiert ist. Im Sportunterricht, also mir wurde irgendwie schwindelig. Also ich weiß auch nicht warum. Einfach so, ganz genau. Spontan. Und dann wurde mir auf einmal schwarz vor Augen. Und das kennst du sonst nicht? Ja, und dann? Wir hatten halt Gymnastiktouren und wir mussten dann halt über den Kasten springen. Und während sie abspringen wollte, ist sie halt nicht abgesprungen, sondern halt voll gegen den Kasten gerannt. Oh, okay. Der Oberkörper der Schülerin wurde bereits geröntgt. Gebrochen ist nichts. Allerdings könnte Elenis Lunge geprellt sein. Die 17-Jährige bekommt nämlich schlecht Luft. Der Sauerstoffgehalt im Blut gibt dann auch tatsächlich Anlass zur Besorgnis. Oh, 93 gerade mal. War nicht so dolle. Tut das Atmen noch weh? Wenn der Hergang eines Unfalls so unklar ist wie bei Eleni, wird man natürlich wach, wenn man auf einmal eine deutlich reduzierte O2-Sättigung beim Pulsoximeter sieht. Und wenn da eine Lungenverletzung droht, die man jetzt noch nicht im Röntgenbild sicher nachweisen kann, dann ist wirklich Vorsicht geboten. Kreislaufkontrolle alle halbe Stunde wegen des komischen Schwindels. Der Oximeter bleibt dran, man kann auch mal den Finger wechseln und eine Ringer mit niedrig dosiert irgendeinem Opiat, auf das Gewicht bezogen. Ich bin jetzt mal ehrlich so, dass ich es gar nicht bequem aus. Ich hätte dich lieber in meinem Bett anstatt in so einem Krankenhausbett. Wie bitte? Ich glaube, ich habe mich verhört. Also bis später. Ich habe irgendwie echt Durst. Würdest du mir eine Cola aus der Cafeteria holen? Klar. Cola? Ich bring dir auch gleich eine Flasche Wasser noch. Aber Cola ist ja auch nicht schlecht. Ist dein Kumpel aber toll. Ja. Also ich meine, so wie er redet, magst du ihn? Oder? Ich habe hier schon einmal das Händchen. Ja. Danke. Ist das schön. Irgendwie was Ernsteres? Müsste ich vielleicht was wissen? Das ist nicht dein Ernst. Wirklich? Das ist ein totales Ekelpaket. Ich kann ihn überhaupt nicht aufstehen. Das ist was? So ein Großmaul. Und seine Clique, die ist genauso wie er. Die machen immer in der Schule täglich die schwächeren Schüler alle fertig. Also, das geht gar nicht. Aber warum redest du dann nicht? Also, so wie du gerade geredet hast, hätte man genau das Gegenteil denken können, oder? Habe ich das irgendwie? Ja. Ach, dann musst du ihm das sagen. Mach mal, ja. Gut, misch dich da nicht ein. Das ist irgendwie schon, das schon ist meine Sache. Ah, da kommt die Cola. Entschuldigung, hat mein Jacke fest. Das ist mein Geld drin. Ist aber so süß von dir. Das ist wirklich nett. Kein Problem. Ganz ehrlich. Du musst ihm sagen, dass du ihn nicht magst. Wie kannst du sagen, du bist so süß und es ist so süß von dir, wenn du ihn gar nicht magst? Ach Mama, lass es bitte sein. Fahr bitte nach Hause und pack mir ein paar Sachen zusammen. Aber coole Sachen. Keine Jogginganzüge oder so. Eleni schmierte dem Theo wirklich immer Honig ums Maul. Das hat uns total verwundert, wir haben es nicht verstanden. Warum in Gottes Namen hat sie so eine Show gemacht? Die Spekulationen über Elenis überfreundliches Verhalten ihrem eigentlich verhassten Mitschüler gegenüber sollen zumindest kurzzeitig in den Hintergrund rücken. Denn die Gymnasiastin braucht eine halbe Stunde später erneut medizinische Hilfe. Können Sie kurz warten, bitte. Sie hat sich übergeben. Jetzt übergeben, können Sie schnell bitte. Ja. Hey. Hallo. Hoi. Cola wieder rausgekommen? Ja, ich habe einen Schluck Cola getrunken. Mir war total schlecht auf einmal. Und ich habe es gar nicht mehr bis zur Toilette geschafft. Ist nicht schlimm. Alles gut. Schwester Birgit holt umgehend den behandelnden Arzt hinzu. Dass sich die 17-Jährige plötzlich übergibt, könnte auf eine Gehirnerschütterung hindeuten. Das würde allerdings Theos bisheriger Schilderung des Unfallhergangs widersprechen. Sie hat sich gerade übergeben. Mhm. Er ist so ein Schwall Cola aus. Ja gut, ich meine, sie kann auch noch eine Commotio, eine Kontusio, ein Schädel-Hirntrauma haben. Du hattest das Ganze ja genau gesehen, Theo. Kann es sein, dass sie mit dem Kopf auch noch irgendwo angetickt ist?
Nein, sie ist wirklich mit der Brust geradeaus. Okay, dann brauche ich bitte mal jetzt ein paar Handschuhe. Ich muss den Bauch auch untersuchen. Ja. Jetzt, wo es raus ist, geht es ein bisschen besser. Danke. Also, ich muss schon sagen, auch wenn du so erbrochen hast, die Cola und so, du bist trotzdem das hübscheste Mädchen auf der Welt. Theo, also entschuldige bitte, aber das ist jetzt echt nicht dein Ernst. Ich bin dir wirklich total dankbar, was du alles gemacht hast und dass du dich so schön um sie gekümmert hast. Aber ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Ich habe doch alles gemacht. Ja, ich weiß, aber deswegen ist glaube ich, besser, wenn du jetzt einfach gehst. Ich schreibe dir, ne? Danke dir. Mama? Ja? Bist du jetzt komplett wahnsinnig geworden? Weißt du eigentlich, was passiert, wenn man Theo einen Korb gibt? Ich brauche nie wieder in die Schule gehen. Also, Eleni, ich bitte dich, offensichtlich magst du den Jungen ja nicht. Und ich bin der Meinung, dann solltest du ihm das auch sagen. Du kannst doch nicht einfach gute Miene zu bösem Spiel machen und ihm hier ins Ohr säuseln und so tun, als würdest du ihn mögen. Ja. Doch, weißt du, was er mit einem anderen Mädchen gemacht hat? Nur weil sie Schluss gemacht hat? Er hat sie komplett terrorisiert und fertig gemacht. Sie hat sich gar nicht mehr irgendwo hingetraut. Und das wird dann ja genauso auch wieder bei mir passieren. Nun hast du ihn ja nicht fertig gemacht, sondern ich habe ihn nach Hause geschickt. Und jetzt lass dich bitte untersuchen. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass die Eleni ein wirklich selbstbewusstes Mädchen ist. Aber so, wie sie gehandelt hat, denn diesen Theo nicht in den Wind zu schießen, weil sie Angst hatte, von ihm gemobbt zu werden, das fand ich schon wirklich sehr, sehr traurig und sehr bitter. Also dafür, dass du dich so aufgeregt hast, bist du erstaunlich blass. Ja, jetzt weiß ich auch warum. Was ist das? Das sieht mir doch sehr nach einem sehr blassen Make-up aus, dick aufgetragen. So, dreh den Kopf doch mal bitte darüber. Also. Oh! Tja. Diagnose Knutschfleck. Wo kommt der denn her? Ist der vielleicht von Theo? Hast du dich etwa mit ihm eingelassen, um deinen Frieden zu haben? Oder? Mama, ich sag da jetzt gar nichts mehr zu. Okay, ich glaube, ich mache jetzt mal die neue Bettdecke. Ja, es ist ja relative Entwarnung. Du bist gar nicht ganz so blass, wie du aussiehst. Die Sättigung ist auch besser. Rutsch ruhig mal ein bisschen hoch. Die Bauchschmerzen. Hm. Birgit? Die holt, glaube ich, eine andere Bettdecke. Okay, du guck mal. Hi. Also, Eleni, das sieht aus, als ob du gerade deine Periode bekommst. Vielleicht deswegen auch die Bauchschmerzen. Aber das kann gar nicht sein. Wieso nicht? Weil ich erst in 2 Wochen meine Periode bekommen dürfte. Also zusammen mit den Bauchschmerzen und dem nicht ganz geklärten Unfallhergang müssen wir jetzt wirklich nachgucken, was mit dem Bauch ist. Und wenn jetzt eine unregelmäßige Blutung einsetzt, fangen die Gynäkologen an mit der Suche. Das heißt, die machen dann auch einen Ultraschall vom Bauch und dann wissen wir hinterher Bescheid. Der Knutschfleck und Elenis außerplanmäßige Blutungen wecken bei Mama Maika einen bösen Verdacht. Bevor die Sekretärin ihre Befürchtung jedoch aussprechen kann, kommt es zu einem Zwischenfall, bei dem ein weiterer Mitschüler beteiligt ist. Komm, bitte hier los! Was willst du von mir? Was willst du von mir? Was hab ich denn getan? Hör mich mal an, bist du? Wer bist du? Lass mich einfach in Ruhe. Bist du? Was? Es ist gut. Ihr seid hier im Krankenhaus. Valentin? Sie kennen ihn auch. Ja, Valentin ist auch ein Mitschüler von Eleni und der gibt ihr Mathe-Nachhilfe. Okay. Aber ja, deswegen, was machst du jetzt hier? Ich wollte Eleni die Bücher bringen, die Mathe-Bücher. Ich war schon ganz mit Mathe-Büchern. Mir geht's nicht gut, checkst du es nicht? Damit sie im Krankenhaus weiterlernen kann. Sie ist im Krankenhaus, was will sie lernen hier? Ja, für Mathe. Echt jetzt? Was soll ich denn mit Mathebüchern hier im Krankenhaus? Also denkst du wirklich, ich lerne jetzt hier? Also die kann ich ja hier auf gar keinen Fall gebrauchen und ich denke, du gehst jetzt auch mit. Wer bist du? Ich denke nicht nur er geht, ich glaube, du gehst auch. Also ich denke mir, keiner von euch sollte jetzt mehr hier sein. Nachdem Theo notgedrungen das Feld geräumt hat und die Patientin auf dem Weg in die Gynäkologie ist, braucht Valentin nach der handgreiflichen Auseinandersetzung ärztliche Hilfe. Dass der 17-Jährige seine Mitschülerin mit Mathestoff versorgen will, halten Dr. Becker und seine Kollegin eher für einen vorgeschobenen Grund. Ja, und wie haben Sie das so schnell mitbekommen, dass Eleni hier ihre Mathebücher brauchen könnte? Ja, so, ich gehe mit ihr in eine Klasse. Und ich war ja im Sportunterricht auch dabei. Ah ja. Daher habe ich das mitbekommen. Ist ja wirklich rührend, wie besorgt die Klassenkameraden so sind. Ja, Eleni scheint wohl sehr beliebt zu sein.
Soll ich noch irgendwas machen mit dem Ohr? Ein bisschen Bepanthen, das sollte reichen. Also im Ohr ist nichts verletzt, das ist eine kleine Kratzwunde, wie auch immer. Tetanusschutz haben Sie? Ja. Alles klar, also kein weiterer Handlungsbedarf. Mach ein bisschen Bepanthen drauf. Mach ich. Und gleich, wenn Eleni zurück ist, findest du mich im Wartezimmer. Genau, die ist jetzt gerade bei der Gynäkologin. Wie geht's denn, Eleni? Und dann darf ich Ihnen, auch wenn Sie ein besorgter Klassenkamerad sind, keine Auskunft geben wegen des Arztgeheimnisses. Genau. Wie hat Eleni denn eigentlich reagiert? Ich glaube, sie war froh, dass die beiden Jungs jetzt auch gehen. Und ich glaube, ihr wärst... Kann ich denn die Zimmernummer wissen, um sie zu besuchen? Oder? Du hast es eben selber mitbekommen. Lass sie heute mal in Ruhe. Ich denke mir, sie hat ja deine Nummer und dann wird sie sich auch melden bei dir. Aber heute braucht sie auf jeden Fall Ruhe, würde ich sagen. Ein netter Blick von dem Doktor. Genau. Ich, Achtung, nicht erschrecken, jetzt wird es hier noch ein bisschen kalt. Obwohl der Arzt und Schwester Nicole dem 17-jährigen Valentin eine unmissverständliche Ansage gemacht haben, hält sich der Schüler auch eine Stunde später immer noch auf der Kinderstation auf. Dr. Becker knöpft sich den hartnäckigen Abiturienten vor. Was machen Sie noch hier, Valentin? Ich warte auf meinen Bus, der kommt erst. Ich glaube, das ist die falsche Stelle. Der hängt unten im Erdgeschoss vor der Tür. Ja, aber... Hallo. Hallo. So, gute Nachrichten. Ja. Gynäkologisch ist soweit alles in Ordnung. Keine Schwangerschaft. Die Gynäkologen sind sich ziemlich sicher, dass das eine kleine Zwischenblutung ist. Okay. Ja. Nur eine Zwischenblutung, fragt man sich natürlich, warum Zwischenblutung? Dazu braucht es schon ganz gehörige hormonelle Irritationen. Aufregung, Angst. Stress. Im weitesten Sinne. Also sozusagen deine Situation mit Theo, die dich ja so unheimlich beeindruckt. Und du ja immer alles machst damit. Naja, gab ja nicht nur Theo. Ich habe zumindest noch einen weiteren jungen Mann registriert. Den Mathe-Mann? Also, Mathe-Mann? Ja, Valentin ist ja... Mathe-Mann, ja, Nachhilfe, Lehrer. Gut, also das müssen wir sowieso noch mal klären, weil... Die Nachhilfe hat es jetzt auch nicht so gebracht. Also die Noten sind noch nicht besser geworden. Ach. Ja, bitte? Wenn man vom Teufel spricht. Hallo. Sie wollten doch auf den Bus warten und ich hatte Ihnen vorgeschlagen, das besser unten zu machen. Ich wollte aber gerne noch Eleni noch mal sehen, um zu wissen, wie es ihr geht. Was ist denn da mit ihrem Hals? Hat sie da der Theo gewirkt? Nein, eigentlich nicht. Aber was? Valentin, das sieht eher danach aus, als wäre es ein Knutschfleck. Ein weiterer. Darf er hier bleiben? Ja, alles gut. Darf hier bleiben. Okay. Und woher jetzt dieser plötzliche Sinneswandel, wenn ich fragen darf? Ja, ich habe auch keine Lust mehr auf dieses Versteckspiel. Alles gut, Valentin. Es ist ein Knutschfleck und wir sind auch zusammen. Und wir lieben uns und ich habe wirklich keine Lust mehr darauf, das daheim zu halten. Ich stehe jetzt dazu. Und was ist mit dem anderen Typen? Ich werde ihm gleich eine WhatsApp schreiben und ihm sagen, dass Valentin und ich zusammen sind und wir auch glücklich sind. Und was ich eigentlich aber trotzdem nicht verstehe, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr schon zusammen seid, ich weiß jetzt nicht, wie intensiv ihr zusammen seid, aber Eleni, wir hatten eine Absprache. Also, naja, die beiden haben aktiv Biologie gemacht. Eben kein Mathe. Mir ein bisschen zu aktiv, Herr Doktor. Ja, Mama, es tut mir auch leid. Ist alles doof gelaufen und ich habe auch echt missgebaut. Ja, wir hatten Sex und dann ist das Kondom geplatzt. Und da ich Angst hatte, schwanger zu werden, habe ich dann nach einer, also habe ich eine Freundin gefragt, ob sie mir die Pille danach besorgt. Ehrlich? Jetzt ist es raus. Ganz und ehrlich? Warum kommst du denn nicht zu mir? Warum redest du denn nicht mit mir? Haben Sie doch ein bisschen Geduld mit Ihrer Tochter. Sie hat sich im Grunde doch gar nicht so unvernünftig verhalten. Na, ich bin jetzt echt ein bisschen geschockt. Tut mir leid. Fassen Sie sich. Die Pille danach ist nicht so gefährlich. Ja? Ist natürlich eine gehörige Hormondosis auf einmal. In einer täglichen Dosis wäre es besser verträglich. Jetzt wissen wir auch, warum Ihnen so schwindelig war und warum Sie da auf den Balken gekracht sind. Ne? Da erklärt sich einiges dann. Ja, aber ich denke, Sie sollten das in aller Ruhe noch mal mit Ihrer Mutter besprechen.
wenn sie beide sich wirklich gut verstehen, muss man dann eben auch die Verhütung überlegen. Und da findet man garantiert das passende Mittel, das für weniger Durcheinander im Hormonhaushalt sorgt, als die Pille danach. Ja, das meinte ich ja. Wir hatten eigentlich eine Absprache, was das angeht. Ja, also wenn es soweit ist, sollte sie eigentlich zu mir kommen. Ja, es tut mir leid. Es kommt nicht mehr gut. Die Pille danach zu nehmen, ist nicht das Tollste auf der Welt, was es gibt. Aber mit Sicherheit besser, als schwanger zu werden. Aber sie hatte so eine verständnisvolle Mutter. Sie hätte viel eher mit ihrer Mutter über dieses Thema Verhütung sprechen müssen. Man weiß nie, wann es kommt. Aber meistens kommt es unpassend. Und da sollte man immer vorbereitet sein. Eleni hat selbst auch eingesehen, dass sie sich viel eher ihrer Mutter hätte anvertrauen sollen. Die hormonellen Schwankungen ließen wenige Tage später nach und die Schülerin steht nun offen zu ihrer Beziehung mit Valentin. Theos Manipulationen lassen das glückliche Paar kalt.